Warum würden Sie Ihr Auto Vollkasko versichern lassen? Na klar, um gegen alles abgesichert zu sein. Das dachte sich auch eine Ratgeber-Zuschauerin, bevor es zum großen Knall kam. Dann erst gingen ihr die Augen auf, was die Vollkasko bei einem Unfall tatsächlich wert ist und wie sich Händler aus der Verantwortung stehlen. Und dass das viele treffen kann. Mai 2010 auf der A81 bei Stuttgart. Petra Stephan in ihrem Alpha. Ihre beiden Kinder sind bei ihr. Dann passiert's. Die Motorhaube springt auf in voller Fahrt. Die hat sich dann quasi um die Windschutzscheibe aufs Autodach gelegt und gefaltet. Also diese quasi konvexe Form war nachher konkav und hatte sich da drüber gelegt. Und dieser Kühlergrill, der schlug direkt in das Glasdach ein. Und dann habe ich gemerkt, dass ich quasi unter der Motorhaube so eine Handbreit noch geradeaus gucken kann. Und so bringt Petra Stephan das Auto gerade noch zum Stehen. Sie hat Glück. Nur ein paar Schrammen kriegt sie ab. Die Kinder bleiben unverletzt. Und der Alpha? Ein 6.000-Euro-Schaden. Stephan ist Vollkasko-versichert, kann aufatmen, denkt sie. Dann der erste Schock. Die Versicherung zahlt nicht. Begründung, das sei kein echter Unfall. Das hat natürlich niemandem eingeleuchtet, hat ja nicht mal meinem Versicherungsvertreter eingeleuchtet, der das erst für einen Scherz hielt und später dann aber bestimmt für ein Missverständnis. Also wir waren, mein gesamtes Umfeld, das sich je mit Autos oder so beschäftigt hat, war sehr erstaunt darüber. Das Erstaunen nahm noch zu, als ich klärte, was passiert war. Schuld war dieser Haken. Fehlerhaft, schon ab Werk. Und für fehlerhafte Teile haftet die Vollkasko nicht. Sie nennen es einen Betriebsschaden. Kein Unfall, sondern ein Fehler des Herstellers oder des Halters. Und dafür zahle man nicht. Man hat mir das so erklärt, das sei genauso, wie wenn ich jetzt vergessen hätte, Öl nachzufüllen. Und der Motor hätte sich festgefressen. Ich hätte einen Motorschaden. Könnte ich auch nicht erwarten, dass die Versicherung einspringt. Und das entspricht auch der Gesetzeslage. Die Vollkasko muss nicht haften, wenn sie das in ihren Verträgen ausgeschlossen hat. Aber wer zahlt dann? Petra Stephan war ja wohl unschuldig. Im Internet liest sie, auch andere Alpha 156 hatten ein defektes Motorhaubenschloss. Es gab sogar eine Rückrufaktion, eine Warnung des Herstellers. Petra Stephan hat das aber nie erfahren. Ihr Händler hatte nichts gesagt. Also müsse doch er zahlen, findet sie. Genau wie ihre Anwältin. Sie beruft sich auf einen Fall aus Düsseldorf. Dort war genau dasselbe passiert. Ein Alpha-Vertragshändler hatte die Herstellerwarnung auch nicht weitergegeben und musste zahlen. Der einzige Unterschied, Petra Stephan hatte nicht bei einem Vertragshändler, sondern bei einem freien Händler gekauft. Ich habe einfach gesehen, man kann nicht sagen, nur der Vertragshändler haftet, sondern der freie Händler muss genauso ins Boot kommen. Und vor diesem Hintergrund habe ich wirklich alles dran gesetzt, jede Argumentation genutzt. Doch das Oberlandesgericht Stuttgart urteilt anders. Der freie Händler braucht den Rückruf nicht mitzuteilen. Er hat nicht die gleiche Verantwortung wie der Vertragshändler. Nur der müsse allen Kunden Herstellerwarnungen mitteilen. Auch Gebrauchtwagenkäufern. Ich war wirklich sehr überrascht, dass hier so eine klare Schnittlinie gezogen wird. Wobei doch der freie Händler genauso die Möglichkeiten hat, sich über das Kraftfahrtbundesamt zu informieren oder einschlägige Presse oder auch über den Hersteller, wenn er entsprechende Fabrikate vertreibt. Das ist natürlich ein absolutes Unding, der mein Gegner vor Gericht, der Verkäufer des Fahrzeugs, hat mir dann erklärt, was er alles an diesem Fahrzeug tun muss. Ölwechsel und Scheiben putzen und so weiter. Da hätte er keine Zeit dazu, auch noch im Internet zu recherchieren. Und der Richter gibt dem Händler recht. Diese Recherche müsse er sich als freier Händler nicht antun. Seine Kundin aber schon. Petra Stephan hätte selbst den Rückruf finden und das Motorhaubenschloss warten lassen sollen. Selbst schuld. Der Händler haftet nicht. Zusammengefasst, Petra Stephan ist Vollkaskoversichert und bleibt trotzdem auf dem Schaden sitzen. Die Versicherung nicht zuständig. Alpha hatte ja einen Rückruf gestartet. Und der freie Händler keine Informationspflicht. Dem Kunden bleibt da nur eins. Da müsste er ausdrücklich nachfragen. Gab es eine Rückrufaktion für das Fahrzeug? Und dann würde ich empfehlen, damit das Ganze dann auch beweiskräftig wird, falls der Händler entsprechendes ausgesagt hat, dass man immer einen Zeugen mit hinzuzieht. Denn wenn einem der freie Händler zusagt, dass es keine Rückrufaktionen gab, dann muss er auch dafür gerade stehen.
Aber nur dann. Übrigens, uns ist keine Versicherung bekannt, die solche Betriebsschäden komplett abdeckt. Das sei nämlich, so heißt es, für die Versicherer ziemlich unattraktiv.